Hallo und willkommen zurück. Während ich hier ganz kurz ja, nicht im Spiel war und rausgetappt war, ist dieser Wachpost unter Angriff gekommen und ich lebe noch. Mich hat wohl niemand bemerkt, so als Rogue, ja, voll im Schatten und ja, mitten im Getümmel mal wieder. Was ihr jetzt im Hintergrund hört, Yay, ist nämlich Gerudo Valley von Koji Kondo aus Ocarina of Time. Ja, wir müssen jetzt hier Risen, also Untote, töten. So viel eigentlich zur Standard-Story. Also es geht im Endeffekt darum, dass der mächtige Elder Dragon, also ältesten Drache Saitan, wieder aufgewacht ist. Irgendwann so, ja, ich habe jetzt mal so ein paar hundert Jahre geschlafen und jetzt bin ich wieder da und jetzt gibt's Pogo. So, und dieser Typ hat, dieser Drache ist halt so der ultimative Bösewicht vom Classic-Spiel, sag ich mal. Und dieser Saitan ist eben dafür da, dass man, wie soll ich sagen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was ich gerade sagen möchte und sagen sollte und sagen wollte. Es fällt mir bestimmt irgendwann wieder ein. Ich wollte sagen, richtig, Saitan. Saitan hat das alte Königreich Ohr, also wie in das Ohr mit den man hört, nur eben ohne H, aus den Untiefen des Ozeans wieder emporgehoben und hat damit dann eine Armee von Leichen gehabt, die er reanimieren konnte. Und dadurch sind dann die Risen, also die Auferstandenen, beziehungsweise ja, doch Auferstandenen trifft es ganz gut, wieder ans Tageslicht geholt und mit diesen Risen, das sind quasi seine Armee von Untoten, mit korrumpierten Lebensformen quasi, möchte er jetzt, wie so jeder andere auch, die Welt zerstören oder zumindest von den lebenden Völkern von Tyria ist diese Welt, befreien. Er möchte quasi alle Nicht-Drachen töten, weil Dragons are the best und if you're not the best, then die. Please. Ja, das ist so ziemlich das, was er machen möchte und wir sind quasi auf unserer epischen Quest, ihn davon abzuhalten. Auch wenn man das in den meisten Startgebieten so an sich gar nicht mitbekommt. Aber in diesem Startgebiet, das ist eins der Startgebiete, wo man eben stärker mit dem Elder Dragon konfrontiert wird. Also er an sich selbst taucht er halt eben nicht auf, aber er ist schon, also die Risen sind eben präsent und haben hier auch eine größere Bedeutung auch für die Story. Kann ich den nicht? Ja. Danke. So, letzte Herzquest abgeschlossen. Die von letztem Mal noch. Hier noch. So. Jetzt fehlt nur noch der eine Skillpoint mit dem Elite-Mob. Wollen wir noch mal schauen, ob der Elite-Mob da weg ist. Sonst könnte das nämlich noch ein bisschen blöd werden, nicht? So. Entschuldigung. Ich muss mal was trinken hier, das ist. Ist jetzt schon die dritte Folge, die ich jetzt aufnehme am Stück. Langsam geht es ein bisschen auf die Stimmbänder. Und, ja. Richtig. So. Gerudo Valley vorbei. Jetzt, weiß nicht, was jetzt kommt. Das ist zufällige Wiedergabe. The Bear in the Maiden Fair. Von The Hold Steady. Das ist aus Game of Thrones. Der freundliche Kerl hat gerade den Elite-Mob abgezogen. Hoffentlich.
Nein, hat er nicht. Da unten ist der Elite-Mob noch. Fuck you! Ja, ich weiß nicht, ob ich es mal erwähnt habe. Ich bin ehrlich gesagt kein Game of Thrones-Fan. Ich habe die Bücher alle gelesen, muss man dazu sagen. Ich finde sie halt einfach nicht spannend. Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist es mir halt einfach zu... ja, langweilig fast schon. Also, natürlich, ich möchte jetzt niemanden da zu nahe treten, dem diese Bücher eben sehr viel bedeuten, aber ich komme irgendwie nicht rein. Ich finde, da passiert halt einfach nichts. Da sind halt ein paar Leute, die spinnen quasi ihre Intrigen und das war's halt, aber so die Hauptstory, die man ja eigentlich spüren sollte, zumindest in einer zusammenhängenden Serie, die ist jetzt nicht wirklich vorhanden. Und geht's. Yes, damit haben wir dieses komplette Gebiet abgeschlossen und ziehen jetzt hoffentlich für unseren Kumpel hier mal den Elite-Mob weg. Der müsste eigentlich hinter mir jetzt herlaufen. Oder auch nicht. Doch, er läuft hinter mir her. Ja, wir schauen uns mal die E-Mail an. Ja, Explorers, Gilde, bla bla bla, danke. Weißer Fleck, bla bla bla, nicht so wild. Was interessanter ist, ist das, was in dieser Kiste drin ist. Wie ihr seht, ist da ein Langbogen, super. Und eine Hose für Level 14, 40 Kupfer und 3 Transmutationssteine. Und natürlich Erfahrung und Geld. Das gibt es in jedem. Aber das wollen wir erstmal gleich analysieren. Sobald wir da oben diesen letzten Fleck noch erkundet haben, da ist zwar nichts mehr, was uns weiterhilft, aber ich möchte ungern diesen Fleck da nicht behandeln. Sonst wirft man mir noch vor, ich würde nicht alles machen auf der Map. Was ihr übrigens auch sehen könnt gerade, dass ich mir beim letzten Mal 8 Slotbehälter gecraftet habe. Macht man normalerweise auch nicht unbedingt. Man geht eher auf höhere. Ja, beziehungsweise levelt man eben nicht normalerweise nicht mit denen. Aber ich hatte relativ viel Kupfer und hab mir gedacht, fuck off. Nicht so wild. Und jetzt seht ihr, hier ist eigentlich auch nichts mehr. Hier sind es eine Juvenile Spider, das ist für Jäger eben gedacht. Damit können, also die können diese Juvenile-Viecher eben zähmen. Und gerade im Hintergrund übrigens aus dem Aladdin-Soundtrack, da könnte es natürlich Probleme geben später beim Hochladen. Aber ich habe noch alle Soundspuren da, ich habe bis jetzt noch gar nichts hochgeladen, noch keine einzige Episode. Das kommt aber auf jeden Fall noch. Da möchte ich heute Nacht eben hochladen. Und mal schauen, ob da YouTube was sperrt von den Liedern. Ich hoffe ja, wie gesagt, nicht. Fände ich auch sehr cool. Aber jetzt zeige ich euch erstmal, wie das craften müssen. Also im Endeffekt machen wir jetzt erstmal hier die... Oh, haben wir ganz schön viel Kupfer gehabt. Ich zeige euch das jetzt gleich. Ich möchte jetzt nur erstmal kurz... Ja, meinen Daily Crafter habe ich jetzt auch abgeschlossen. Ach, den Bogen habe ich ganz vergessen zu diesen Schaden. So, gleich erstmal kurz noch mein Equipment regeln. Und wieder Nickelback im Hintergrund. Ihr müsst mich echt mögen, wenn ihr mich immer noch hört. So, kommen wir mal zum Crafting. So, ihr seht, ich kann Sachen craften. Hier diese Foki ist, glaube ich, die Mehrzahl, Plural von dem Scheiß. Und hier kann ich Inscriptions casten. Jetzt zeige ich euch einfach mal. Wenn ich nämlich jetzt eine Resilient Green Inscription machen möchte, brauche ich eine Green Wood Dowel. So, da stelle ich jetzt meine her. Dann crafte ich eine Inscription. Kriege für diese Inscription natürlich Erfahrung. Klar. So, jetzt, Dreizack kann ich sowieso nicht sagen, kann ich einen Focus Casing bauen und einen Focus Core bauen. Diese kann ich dann mit der Inscription zusammen verbinden und da ein neues Item draus machen. Nämlich einen Precise Crude Focus, der dann eben Precision benutzt.
Precision? Habe ich nicht gerade Resilient hergestellt? Ich blöd? Ich habe gerade Resilient hergestellt, dachte ich. Den habe ich halt in Precise hergestellt, ist ja auch egal. Jedenfalls, diese Inscription gibt an, welches Attribut quasi auf meinem Gegenstand, den ich caste, drauf ist. Und der Rest quasi, also hier dieses Focus Casing und Scepter Core und so, das gibt eben an, welcher Gegenstand im Endeffekt rauskommt. Also ich craft jetzt mal 3. So, dann haben wir 3 Resilient. Dann craft ich nochmal 3. Und okay, machen wir einfach 3 Healing draus. Damit wir natürlich die Erfahrung bekommen. Ich glaube, wir brauchen aber nochmal 3. Das könnte natürlich sehr, sehr eng werden mit dem Holz. So, jetzt ist halt scheiße, weil jetzt kann ich theoretisch nichts mehr damit herstellen. So, ihr seht hier oben Bronze Trident Head. Da kann ich 3 von herstellen. Also ich kann natürlich mehr von herstellen. Mich interessieren aber momentan nur 3. Und Green Trident Shaft. Davon interessieren mich auch momentan nur 3. Weil ich für den Rest halt einfach kein Holz mehr habe. Da muss ich nochmal Holz holen gehen. So, jetzt kann ich die damit verbinden und bekomme einen Arsch voll Erfahrung, weil ich diese Dinger eben über das Entdecken crafte und nicht über das eigentliche Rezept, was ich jetzt eben durch das Entdecken freigeschaltet habe. Ich zeige euch das jetzt nochmal. Ihr habt gesehen, viel bekommen und jetzt habe ich hier Tridents, 3 Stück. Nämlich die ich eben hergestellt habe, die habe ich entdeckt und kann ich jetzt auch quasi mit Rezept weiter herstellen. Die bringen mir aber eben nichts, weil ich damit eben nichts anfange. Also mein Beruf kann damit nichts anfangen. Das ist natürlich immer ein bisschen suboptimal. So, jetzt kann ich hier aber auch kein Zepter und nichts herstellen. Weil ich nicht genügend Holz vor der Hütte habe. Deshalb werde ich jetzt nochmal ganz kurz da oben den Baumstamm mitnehmen. Wenn man schon mal hier ist, macht man das. Und dann werden wir uns. Ach, ist auch so ungegeben. Dann werden wir uns auf die Story-Quest begeben und diese fortsetzen. Zu eurem Vergnügen, hoffentlich. Gibt's hier noch einen Offshoot irgendwo? Nee, okay. Das Puzzle wollte ich noch jumpen. Stimmt. Ich fürchte fast, dass ich die App nicht mehr auf dem Handy habe, die mir zeigt, wo die Jumping Puzzle sind. Ja. Die habe ich, glaube ich, nicht mehr drauf. Nee. So, da ich jetzt aber nicht mehr genau weiß, ich meine, hier war irgendwo ein Jumping Puzzle. Bin zu voll, die paar Meter zu laufen. Und ich werde jetzt mal schauen, ob das Jumping Puzzle wirklich hier war. Ich meine, es war hier. Kann aber auch hier unten gewesen sein. Oder hier? Fuck, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ja, wir suchen einfach mal kurz den Rand ab und machen mal das Jumping Puzzle da. Und was kann man denn noch machen? Ja, also das könnte man noch machen. Und die Activity Participation. Die Activity, das weiß ich nicht, ob ich das in dieser Episode noch machen kann und sollte. Ich denke mal schon. Ja. Geht es da weiter? Ich glaube fast, dass das Jumping Puzzle nicht hier anfängt. Wer fängt es? Ist das da? Entweder muss ich da oben, wo die Quelle läuft, rein. Ich meine, das hat irgendwas mit dieser Quelle zu tun. Kann auch sein, dass das hier der Ausgang von dem Jumping Puzzle war. Schauen wir einfach mal. Die Jumping Puzzle sind stellenweise schon recht gut versteckt.
Ja, komm, das wird wohl nicht hier gewesen sein. Ich meine, ist es halt ein Stückchen weiter unten noch. Vielleicht ist das da oben auch der Ausgangspunkt, also der Endpunkt von dem Jumping Puzzle. Die Activity, je nachdem, was es für eine ist, kann ich eventuell sogar noch zeigen. Wie gesagt, es ist halt immer schwierig mit den Frames und gewinnen werde ich die sowieso nicht. Ja, hier geht's zum Jumping Puzzle. Gewinnen werde ich die eh nicht, weil ja, ich nicht so gut in diesen Activities bin, leider. Und mir viele auch nicht unbedingt gefallen. Aber das seht ihr dann. Oh nein, das ist Hexcraft. In oh, das ist dieses Scheißteil. Okay, das Puzzle hier ist wirklich, wirklich scheiße. Ah. Okay, jetzt habe ich es verkackt. Das macht aber nichts, wir können es nochmal von vorne machen. Das Jumping Puzzle wird wahrscheinlich länger dauern für mich. Ich habe das schon mal gemacht und es hat wirklich ewig gedauert. Nein! Was war das denn gerade? Ja, komm. Jetzt kann man rebooten. Ja, das Jumping Puzzle hat für mich wirklich ewig gedauert. Und es hat so ewig gedauert, weil ich es mir erst quasi in Fleisch und Blut übergehen musste. Diese Plattform hier. Nein! Schon wieder. Verschwinden eben auch recht schnell. Wieder und dann ist es halt schwieriger. Das größere Problem dabei ist. Huch, da springt gerade einer. Das größte Problem daran ist nämlich, dass die Zeit stellenweise schon ein wenig eng ist. Gerade Walking in the Air von Nightwish, um das Jumping Puzzle eben zu beenden. Und ich verspringe mich auch gerne mal. Und es gibt hier nicht wirklich einen, ich sag mal, Safe Spot, wo man eben mal kurzzeitig sich ausruhen könnte. Ihr seht gerade, das ist schon eine sehr, sehr lange Serie, die ich hier jetzt springe. Und hinter mir verschwinden schon die Plattformen. Oh. So, jetzt kommt nochmal ein schwieriger Abschnitt. Deshalb vergebt mir. Au! Was war das denn? Vergebt mir, wenn ich es nicht schaffe, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie oft ich es jetzt noch probieren werde. Dass der Typ mich da oben getroffen hat, das war, sollte eigentlich nicht passieren. Das fand ich nicht nett. Deshalb jumpe ich jetzt einfach mal in die Lava rein. Und dann kann ich nämlich direkt wieder vorne anfangen. Das geht um einiges schneller, als jetzt hier den ganzen Weg rumzulaufen. Und ihr seht, warum mich dieses Jumping Puzzle so unheimlich ankotzt. Es gibt nämlich keinen Reset-Point, wo ihr mal kurzzeitig euch ausruhen könnt, beziehungsweise wo ihr einfach mal ja, wieder anfangen könnt, wenn ihr es mal verkackt habt. Ihr müsst quasi immer wieder alles von vorne springen. Und das macht diese Jumping Puzzle nämlich ein wenig, ja, zum Beispiel, zum einen dieses Jumping Puzzle macht es recht beschissen. Der Typ hatte gerade Glück, dass ich das Jumping Puzzle gerade mache und das für ihn aktiviert habe. Weil er nämlich sonst auf diesem Vorsprung hätte versauern können. Boah. So. Ist der Typ mitgekommen? Nee, der ist abgestürzt. Gut, dann mache ich jetzt alleine weiter. Da jumpt er unten rum. Und ich bin schon wieder getroffen, jetzt muss ich kurz warten. Ach, fuck you. Dass der Typ da oben mich auch immer abschießt an der Stelle. Da sollte ich vielleicht mal anfangen auszuweichen. Ich will euch jetzt auch ehrlich gesagt nicht wirklich mit dem Jumping Puzzle hier langweilen. Huch, da war ich ein bisschen schnell. Ich hoffe mal, ich langweile euch jetzt wirklich nicht damit, aber es ist jetzt mein persönlicher Ehrgeiz, ja, dieses Puzzle hier zu Ende zu springen. Und ich hoffe mal, dass ihr mir das verzeihen könnt.
man muss eben aufpassen, wo springt man, wo lässt man sich fallen, wo sollte man sich vielleicht mal abrollen. Und wie ihr eben gesehen habt, sollte man eben mal kurz sich abrollen an dieser einen Stelle. Aber das werde ich, bis ich da bin, sowieso wieder verpeilt haben. So. Jetzt kommt die nervige Stelle. Was schießt denn da oben überhaupt? Nein, das war schlecht. Das war echt extrem schlecht. Persönlicher Ehrgeiz ist nicht was für jeden. Sollte man sich dreimal überlegen. Da oben sind irgendwelche Viecher. Aber das macht das irgendwie ziemlich schwierig hier. Sind die jetzt da? Ja, die sind da. Zack. Zack, zack. Einfach mal ein bisschen jumpen. Also viele dieser Puzzle sind auch nicht wirklich schwierig. Dieses Puzzle hier sollte eigentlich auch nicht so schwierig sein. Meine größte Schwierigkeit momentan ist eben dieser Mob, der da oben anscheinend steht. Und mich abschießt, weswegen ich eben diese Long Jumps nicht mehr hinbekomme. Was natürlich auch ein bisschen mies ist, weil man gegen diesen Mob eben auch nicht wirklich was tun kann. Vielleicht kann ich mich unsichtbar machen und hoffen, dass das funktioniert. Aber die Unsichtbarkeit hier hält 3 Sekunden lang. Schauen wir doch mal. Ja, hat funktioniert. So, jetzt kommt nochmal eine Stelle. Es geht immer weiter. Und da schießt er wieder, der Penner. Aber er schießt daneben. So. Okay, das habe ich verkackt. Da hätte ich weiter hochgemusst. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich hier wieder zurückkomme. Ja. Jetzt spinnt nämlich dieses Plattformsgedöns. Quasi lore-technisch. Und es ist vor allen Dingen auch so unheimlich schwierig, diese Plattform. Nein! Scheiße. Scheiße, da war ich gerade durch. Naja. Es ist halt unheimlich schwierig, diese Plattform eben zu sehen, weil hellblau vor Lavarot schon so ein bisschen scheiße ist. Zumindest so von den Kontrasten her für das Auge. Aber wir haben gemerkt, mit der kurzen Unsichtbarkeit funktioniert das ganz gut. Das sollten wir definitiv weiter benutzen. Und dann kommen wir eigentlich auch ganz gut voran, wenn man es nicht so verkackt wie ich gerade eben. Weil das war, glaube ich, wirklich die letzte Etappe, die ich hätte springen müssen. Jetzt sieht er mich hier erst und schießt daneben. Ja. Hui. Da klopft doch das Herzchen kunterbunt. Ah, na komm. Reicht das zeitlich? Nein, schon wieder daneben gesprungen. Okay, Leute, ein letzter Versuch. Komm, ein letzter Versuch. Scheiß Ehrgeiz. Und dann springe ich einfach gleich wieder das erste Puzzle, was wir gemacht haben, was nicht ganz so schwierig ist. Okay, also wenn einem das Puzzle schon so in Körper und Blut übergelaufen ist, wie mir gerade, dass ich eben schon quasi automatisch weiß, wo diese Plattformen auftauchen, wann ich abzuspringen habe, dann sind die meisten recht schwierigen Stellen doch sehr einfach. Das meiste an diesen Jumping-Puzzles, das Schwierigste ist eben das Auswendiglernen. Wo kann man springen, wo muss man hinspringen? Und auch den Weg zu sehen, den man gehen muss, der ist nicht unbedingt das Einfachste.
Weil, wie gesagt, ja. Hellblaue Plattform vor Lava-Hintergrund ist nicht unbedingt das Schönste zum Sehen. Jetzt nochmal ganz kurz Pause. Kurz durchatmen und weiter. Hier darauf achten, dass man immer springt. Und drüber. So. Da vorne ist nämlich das Ende. Man hat kurz Zeit zum Save und yes. Da vorne ist das Ende. Kommt man aber nicht durch. Wieso komme ich da nicht durch? Hallo? Ach, da vorne ist ein Pult wieder. Dieses Pult setzt Specs frei. Und gegen den Typ muss ich, glaube ich, kämpfen. Ja, es sind jetzt drei Security Golems. Sind nicht unbedingt einfach zu töten. Ihr seht, ich habe hier schon so ein bisschen Probleme. Aber das sollte gehen. So, geschafft. Und jetzt kann ich da vorne die Truhe aufmachen. Daily Puzzle Jumper geschafft, das Puzzle geschafft. Halleluja! Nicht? So. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viel haben wir denn? Okay, noch haben wir nicht ganz überzogen. Das ist gut. Jetzt gehen Portman jetzt erstmal hier runter. Wir wollten aber auch gleich noch unsere Activity machen. Kann ich damit was anfangen? Ja, komm, nehme ich einfach direkt mal den rein. Und direkt mal das Ding. Zack. Hier habe ich noch einen 5 Power, 1% Critical Damage. Wo setze ich das rein? Hier rein. Die Silberdublone brauchen wir eigentlich nicht. Kann man die gut verkaufen? Mal schauen, was sie bringt. So viel! Okay, für 1 Gold verkaufe ich die natürlich. Das ist echt viel. Okay, das habe ich nicht gedacht. Gut. Ja, was da unten in der Gemeinde gerade, in der Gilde, nicht Gemeinde, in der Gilde gerade gepostet wurde, ist ein Weltboss, mehr oder weniger. Und ja, der ist eben gerade gespawnt. Wir nehmen jetzt aber erstmal unser 1 Gold mit. Danke. Und dann werden wir zu One Kanto die Folge beenden. Und die nächste dann mit der Story Quest weitermachen. Macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal.